Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Willkommen zum 22. Wow, ich war schon bei gestern. 22. Whisky Jason 2021 Blind Adventskalender. Hoffentlich habt ihr alle Geschenke schon eingekauft und verpackt und alles Mögliche. Also, mein Spruch des Tages ist: Der Zauber dieser stillen Zeit liegt sich ab im Kerzenschein. Auf Tischen, Zweigen und dem Adventskranz umgibt er uns im Flammentanz und zieht zu Weihnachten in unser Herzen ein. Unbekannt. Der Zauber dieser stillen Zeit legt sich ab im Kerzenschein. Auf Tischen, Zweigen und den Adventskranz umgibt er uns im Flammentanz und zieht zu Weihnachten in unser Herzen ein. Ich wünsche uns, dass wir diesen Licht haben. Gut, was haben wir jetzt hier? Nummer 22. Meine Nase sieht sehr dick und groß aus. Sowieso dick und groß, aber noch größer, noch dicker als sonst. Okay, bisschen künstliche Farbe könnte das so sein. Oder ist da ein bisschen Port drin? Keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir hier haben hier. Gut, okay. Torf. Aber ein netter, milder Torf hier, den ich gerne habe. So, boom. Torf. Floral. Jein, fruchtig, mehr, getreidig, ein bisschen. Wein. Könnte sein, holzig. Nicht so. Da. Würzig, ja, und süße, ja. Okay, und Fehlnoten. Ach. Wenn es eine leichte Rauchnote gibt, ist es manchmal tatsächlich das Problem, dass da einfach mal ein bisschen so diese Art Gummi dabei ist. Und das ist etwas, was ich nicht gerne habe. Maus, wo bist du hier? So, okay. Wir zeichnen hier auf. Fehlnoten kaum. Torf ein bisschen. Ja, also wieder Antarktik. So, hier ist unser Fehlnoten und hier ist unser Torf. Das ist falsch. Hier ist unser Torf, hier ist unsere Süße. Also es ist süßer, als es torfig ist. Ach. Gut. So, torfiger ist es geworden. Yay. Nun lass uns verkosten. Habe ich uns torfige Whisky am Ende des Adventskalenders ja reingeschmuggelt? Shame on me. Aber vielleicht eine von euch sagt, schön, danke Jason, gut gemacht. Okay. Nicht viel Alkohol. Wo sind wir? Wir sind hier. Ach, das ist eine aschige Rauch. Ein bisschen erdig. Nicht meine Welt. Der Torf ist stärker als im Geruch. Und damit ist der Floral weniger. Oder wurde überdeckelt jetzt hier. Fruchtigkeit ist auch ein bisschen weniger. Getreidig kommt stärker sogar durch. Interessant. Der Wein, irgendwas ist hier drin. Keine Ahnung, ob es ein Sherry ist. Es ist nicht nur Bourbon. Holzig kommt auch ein bisschen mehr durch. Der wurde gelagert ein bisschen länger, nicht 6 oder 8 Jahre. Würzig ist ein bisschen mehr. Süße finde ich ein bisschen weniger. Das ist ein leichter Säuremoment. Und das kommt einfach mal zum Fehlnote dazu mit der Säure. Okay, gut. Wow, der hat sich verändert. Nicht radikal. Also der Torf, den ich vorher minimal genommen wahrgenommen habe, hier ist deutlich. Das ist das prägendste Moment. Und dann kommt diese würzig, ein holziger, weinige Moment mit Getreide. Frucht ist wesentlich weniger, floral auch. Ja, interessant, interessant. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Wir sind in Schottland, würde ich sagen. Alkohol, 43 oder 46? Ich sage 46.
Es gibt eine Säure und eine aschige Moment gleichzeitig. Nicht gut. Alter. Keine Ahnung. 10 Jahre. Fässer. Bourbon. Ist das Sherry oder Wein? Ich schreibe Sherry und Wein auf. Farbstoff, ich hoffe nein. Land, Schottland. Jedes Mal habe ich Highland gesagt. Ich sage dieses Mal Speyside. Brennerei. Wer macht so etwas in der Speyside? Ja, wo sind wir? Fruchtig. Ich habe noch nie einen Highland Park, der so fruchtig ist. Das ist aber nicht Heidekraut. Die ganze Zeit mein Kopf sagt, das ist jetzt hier unser Taumenthal. Aber auch da habe ich keinen Taumenthal gefinisht gehabt, der da tatsächlich hier nach Rauch. Ich weiß es nicht. Ich schreibe wieder Glendronach. Es gibt einen Glendronach Pite, den ich glaube ich noch nie probiert habe. 100% Gerste. Preislich. Ich vermute, so etwas kostet 38 Euro. Note 3 minus, Preis-Leistung 4. Gefällt mir nicht. Nicht so gut. Gut. Nase besser als, also Nase, Geschmack. Dieser aschige Säure-Moment gefällt mir nicht. Okay, habe ich schon erwähnt, habe ich gesagt. Also schauen wir mal. Offenbarung, wo sind wir? Was haben wir? Oh, habe ich noch nie im Glas gehabt. Deshalb. Okay. Ben Riach Smoky 12. Noch nie gehabt. Three Cask Matured. Was haben wir hier? Bourbon, Sherry und Masade. Ich lasse es gelten mit Wein. Wein. Wie viel Prozent haben wir hier? Danke. Wir haben hier 46. Wow, ich habe einiges richtig. 46? Ja. Alter 10, habe ich gesagt. Es ist 12. Also, das heißt 11 Punkte. Bourbon, Sherry und Wein. Also, Masala habe ich nicht rausgeschmeckt, aber gut. Farbstoff. Da muss irgendwo hier ein Natural Color draufstehen. Jawohl, bravo. Schottland, ja. Speyside, ja. Glendronach ist in Highlands, sorry. Nein, null. 100% gemälzte Gerste, ja. Und die Flasche kostet, ouch, 48 Euro. So, das heißt, ich habe 10 Punkte, war ich dagegen. Daneben 5 Punkte. Also hier habe ich jetzt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 76 Punkte. Okay, wir reden mal ganz kurz über Ben Riach. Gute Nase, aber nicht meine Beuteschema, was das angeht hier. So ist das. Frage des Tages. Zweifach. Rachel Berry, ist sie in den Zwängen von Brown-Forman gefangen? Oder ist sie tatsächlich durch die Vorarbeit von Billy Walker, der die Distillerie Ben Riach runtergewirtschaftet hat, angeblich, dort einfach mal gezwungen, das zu nehmen, was da ist? Kleine, echt tiefgehende Frage jetzt hier am 22. Dezember. Und oder die nächste Frage ist, Ben Riach, was davon gefällt dir am besten? Also welche Abfüllungen sind da gut? So, was war das hier? Unser Spruch des Tages, der Zauber dieser stillen Zeit legt sich ab im Kerzenschein. Auf Tischen, Zweigen und den Adventskranz umgibt uns in Feuertanz und zieht zu Weihnachten in unser Herzen ein. So, hoffentlich diese Zauber, also Kleinkindern besonders geben Weihnachten einen Zauber, den man sonst nicht hat. Und das ist diese Kerzenschein, dieses Schein soll auch in euer Herzen sein. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Noch nur noch zweimal schlafen, dann ist Heiligabend. Bis dahin, ciao.